Leute, was geht? Zwei Tage wieder keine Videos auf diesem Kanal, weil wir in Portugal waren und unsere Eier baumeln lassen haben. Das stimmt, ja. Das stimmt. Das stimmt aber wirklich. Ja, das stimmt wirklich. Heute reagieren wir auf eine neue Folge Ehrenlose Memes. Ich hoffe, heute wirst du ein bisschen lachen. Ich hoffe auch, Bruder. Ich bin so der Meme-Lacher-Typ. Voilà. Kein Problem, Digga. Bleib einfach authentisch, okay? Okay. Ich mach das schon. Ich werde schon Fake-Gelacher machen und okay. sowas, okay? In dieser Folge wurde ich vorgewarnt, es wird wohl sehr viel von Bruder Gilmas zu sehen sein. Deswegen... Hast du Bruder Gilmas gesagt? Kannst du mir ruhig das reinschieben. Walla, wie schön wäre das gewesen, hätten wir gewonnen, ohne Scheiß, Alter. Dankeschön auf jeden Fall für den Support auf das letzte Video auf dem Hauptkanal. Applaus dafür, oder? Heute sind wir live um 22 Uhr auf Twitch und ja, wir fangen an. Bisschen lachen. Los geht's. Es war noch Zeit auf der Dachboden. Hab mich im Benz schon gesehen. Boah, Adam, der Schein hat mich Schmuck. Guck mal, alles ist gekommen. Das sieht schon sehr schön aus. Ich hab hier zwei Spiele. Ja, okay, okay. Also wenn es ein Spiel wäre, wäre es krass, aber zwei Spiele. Und auf jeden Fall ein starker Meme an der Stelle. Ja, wenn das ein Meme... Er hat wegen zwei Spielen nicht seinen Schein getroffen. Ja, kann passieren. Wie witzig das war. Ich habe keine Stimmungsschwankungen, auch ich innerhalb von 5 Minuten. Oh nein. Ich kenne das. Ich kenne das nicht. Pass auf jetzt. Pass auf jetzt, eine böse Frau. Guck jetzt. What the fuck, Digga? Kokain ist nicht gut, Jungs. Oh, wer bist du denn? Sonja. Leute, weil ich habe heute auch alle gekauft, die da waren. Was? Das ist doch ein anderer Mensch. Ach, das soll sie sein, oder was? Nein, oder? Leute, weil ich habe. Also sie ist ja immer noch sehr gut aussehend, ist jetzt nicht so ein Dings, ne? Aber wenn man das damit vergleicht, Alter, heute glaub, auch das ist sie gar nicht. Meinst du? Alle gekauft, die da waren. Ich. Doch, das sollte sie sein. Krass. Ja, und ich hab dir gesagt, wenn... Wie siehst du deine eigene Stimme auf Audios anhören? Wenn du sie noch einmal anfasst, vertauscht deine Knie mit deinen Ellbogen, Junge. Hast du mich verstanden, Digga? Seid ihr auch solche Menschen, die sich immer ihre Sprachnachrichten anhören? Nein. Nachdem sie geschickt? Doch, ich schon. Ich weiß. Na, ich versuche ein bisschen für Interaktion zu sorgen. Tut mir leid, weil 2 Tage kam kein Video und ich brauche diese Interaktion, okay? Damit der Ellbogen gepusht wird. Du wusstest schon, dass das letzte Video bei Daniel Perso 100.000 Aufrufe hat? Dieses Lash-Video? Nein. Jetzt weißt du es. Krass. Sowas passiert nur, wenn Interaktion passiert, verstehst du? Okay. Gut. Deswegen schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr euch eure Audios selber anhört. Bruder, ich habe dir gesagt, ich mache ein Blase für 2 Euro. Hard Voice Crack. Ja, sowas magst du. Ich schaue gerade, der kann halten. Die Folge geht noch 15 Minuten. Ach du Scheiße, Junge. Ja, Stimmbruch ist nichts so Schönes. Nächstes Mal Fenster oben lassen, Bro. Standard, Gideon, Standard. Hey, Amana, wo im Japanja auch nicht im Scanning. Peserei. Oh, Moral am Sturz. Das wünsche ich mal mein Feind. Digga. Wallah, Bila Bock nicht. Wallah, hast du das von dem, dieses Aslan mal? Immer? Nee. What the fuck? Oh, warum Aslan mal, du? Wenn du auf deiner eigenen Hochzeit Snap machst, als hättest du Tisch in Disco. Nee, ich werde niemals heiraten. Wollte ich mal kurz erwähnt haben. Du kannst doch den Chat fragen, Digga. Wollt ihr heiraten? Naja, das sind die Interaktion. Nicht der Chat. Interaktion. Ich werde nicht heiraten. Ja, aber die Kommentare werden für dich heiraten. Aber ich habe auch dich gefragt. Allah ist groß, Bruder. Irgendwann wollen wir alle mal heiraten. Okay. Also ich finde, das ist eine normale Story, Bruder. Wollte im Urlaub in der Türkei meine Haare spontan fresh schneiden lassen, dann passierte das. Ja. Oh nein. Ich bin gespannt. Oh nein. Oh nein. Hab ich das bereut, lass deine Haare niemals in der Türkei schneiden. Boah. Digga, zum Glück habe ich diese Probleme nicht. Das ist hart. Zum Glück habe ich diese Probleme und nicht. Und das ist immer so ein Ding, er wird aber ich habe gesagt, aber er wird Zauber. Boah, Bruder, das ist schon. Guck mal, das Problem ist, er verkackt ja die Haare und egal was du sagst, diese Haare kommen nicht zurück. Ey, du kannst meckern und dann musst du nicht zahlen, aber. Ja, wow, wow, Bruder. Wow, die kleine Schlange ist versaut. Nimm sie mit auf die Titanic, aber niemals mit nach Haus. Jesus, ich bin es. Ein großer, großer, großer deutscher Mann. Auf Koks. Was passiert jetzt? Ich will es nicht. Ich will es einfach nicht. Hey.
bin so müde, ich will nur noch schlafen. Kennst du den? Nein. Kennst du ihn nicht? Nein. Also beim ersten Mal fand ich ihn cringe, dann kam dann das zweite Mal, hab ich mich totgelacht. Zeig mal. Schlafen, Mann. Warum liegt unter meinem Bett Reis, Eis, Heiß, Pommes, Rot, Weiß, Mais aus, Weiß, Corona beweist, aber kein nice Vibe in dem Kleid. What the fuck, fühlst du dich nicht? Guck ihn dir nochmal an. Mann. Warum liegt unter meinem Bett Reis, Eis, Heiß, Pommes, Rot, Weiß, Mais aus, Weiß, Corona beweist, aber kein nice Vibe in dem Kleid. Aber Red Red, bitte flat, dead, bitte chat, dead. Wenn Deutsche zum ersten Mal einen Kurden sehen. Er hat die größten Augenbrauen, die ich je gesehen habe. Ist das Bikir? Die sind ja fast lebendig. Hallo. Ist das Putin? Ja. Hey, da kommt ein! Da kommt er dort! Oh nein, oh nein! aber das sind die Sexmodels. Wann Frieden für jeden Menschen da draußen? Was macht er da? Digga. Wieso macht man sowas? Bruder, wieso schneidest du sowas rein? Oh, ist das ein Huhn? Ist das ein Huhn, Digga? Ja. Fährt er gerade E-Scooter mit einem Huhn? Digga, Mann. Mit einer Ente. Digga, wieso sind Kanaken. Warum sind Kanaken so, Bruder? Digga, das war sehr verstörend. Wieso macht man sowas? Das war sehr verstörend, Digga. Und ich habe sehr viele Fragen gerade. Woher findet ihr die Ente? Wieso ist die Ente so gechillt? Wieso macht man sowas, Digga? Ey! Bester Einstieg, merke ich mir für mein nächstes Date. Hi! Wow, bezaubernde Dame. Danke, gleichfalls. Komm mal her. Ach so, kennst du Dings? Warte mal, wenn ich steh noch mein Landsmann oder sowas. Nein. Wenn du einkaufen gehst und sie sagt schönen Abend und du sagst danke ihnen auch oder so schönen Feierabend, danke dir auch. Kennst du das nicht? Irgendwie so. Aber warum wünscht man dir schönen Feierabend, Digga? Wenn du einkaufen warst, ja. Dann sagst du wünschst dir einen schönen Abend und sie sagt danke ihnen auch, obwohl du gar keinen Feierabend hast. Kennst du das nicht? Irgendwie so. Ja, ich weiß, was du meinst, Bruder. Ich kam grad nicht auf das Einzige. Ja. Naja, egal, scheiß drauf. Hallo Ibrahim. Tischen, wo ich sitze, ne? Darfst du nicht mal Cola bringen? Ja, Rabbi. Walla billa, die Leute finden immer wieder, also immer wenn ich mir denke, es können keine neuen Memes aus Manuelsen entstehen, gehen aufs Neue. Du hast aber verstanden, ne, mit der Cola mit Ronaldo? Ja. Gut. Nicht so schön. Pee-wee, du hast endlich eine Freundin. Fühl ich nicht. Wie du dich bei den Mädels auf Insta verabschiedest. Oh, Digga! Allah kurtarsın. Ja, Allah. Also, das hoffe ich, dass es niemals passieren wird, Digga. Ich liebe sie nämlich alle. Digga, krass. Ist irgendwas. Geh weg, Digga. Das mache ich nur mit Jones. Im Homeoffice, be like. Wir haben uns zusammengesetzt und haben einen Terminplan ausgemacht. What the fuck? Auf jeden Fall diese Woche umsetzen müssen. Aber da merkt man, dass es gestellt ist. Zwei Wochen im Verzug. Findest du nicht? Oh ne, ist nicht gestellt. Da sind wirklich zwei Leute. Und so, gib dir. Bin ich schon. Ronaldo, wenn Bruder Glimmers den Elfmeter getroffen hätte. Hey, guck weiter! Sehr gut gemacht. Oh nein. An der Stelle, diese guten Memes ist sehr kreativ geworden. Du musst mal die letzte Folge angucken. Es gibt ein Upgrade. Ab der 6. Minute fangen die gottlosen Memes an. Das musst du dir mal wirklich angucken. Oh nein. Reaktion auf den Elfmeter. Das war kein schönes Gefühl. Wir waren live vor Ort. Es war wirklich kein schönes Gefühl. Und immer, wenn wir noch darüber nachdenken, Digga, das macht uns so traurig, weil wir sehen einfach, dass das Video fast 300.000 Aufrufe hat. Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir gewonnen hätten. Ich will diese Emotion gar nicht wissen. Bei dem 2-1 war schon unglaublich krass. Oh Mann, Alter, Walla. Wir sind immer noch gebrochen. Ich mein's wirklich ernst. Ja, Mann. Wenn Bruder Glimmers Elfmeter verschießt, um die Türken auszulassen, hört genau zu. Ich habe ein Meme gesehen, wo einer den Fernseher abknallt. Aber das ist meiner Meinung nach ewig zurecht gekannt. Digga, das ist... Bruder, das war wirklich eine Situation im Stadion, ne? Oh Mann, sag mal nicht. Bruder,
Klassiker, Bro. Klassiker, Bro. Und das Ding ist einfach mal, damit wir jetzt auch mal ein kleines Statement dazu machen können, weil in unserem Hauptvideo wollen wir ja niemanden kritisieren und wir wollen ja einfach, dass ihr einen guten Block habt, den ihr euch immer angucken könnt. Aber guck mal, imagine, du spielst das ganze Spiel lang schlecht und dann erdreistest du es dir, den Elfmeter sogar noch zu nehmen. Ja. Und dann verschießt du ihn. Und so arrogant anzulaufen. So. Ja, so. Und dann immer dieselbe Leier. Ja, Tok, Südlin. Ich sag, nein. Nein, Walla sogar nein. Nein. Und hört auf, in die Kommentare zu schreiben, ja, jeder kann mal einen Elfmeter verschießen. Der hat auch keine Fußballprofis. Den darfst du nicht verschießen. Nein, den darfst du nicht verschießen. Walla, und, den darfst du gar nicht schießen. Du verdienst es nämlich nicht. Was wollte er denn? Wollte er von ganz schwer gefährdet werden? Oh, er hat uns gerettet. Er hat nichts gemacht in diesem ganzen Spiel. NS kam rein, hat ihn einfach rausgeholt. Lass Hakan schießen und wir wären durch. Wir wären durch. Das ist ein Fakt, Alter. Fuck mich so ab, weil seit 20 Jahren sind wir nicht in der WM, Bro. Kimmel, Kimmel, Bruder, Gümmers. Ja, der Klassiker. 50 Euro, 900 Euro. Halbzeit Endstand. Ich kenne mich mit Tipo nicht so aus. Wenn Burak ihn jetzt macht. Hadi Burak. Nein! Nein! Kam aufs Herz. Ja, Klassiker, Bro. Ja, alle, Klassiker. Türken aber, sind so. Alle haben dieselbe Reaktion. Ja, ist so, Bruder. Hallo, wo waren denn diese ganzen Leute? Warum seid ihr nicht nach Porto gekommen? Hätten wir eine bessere Stimmung da gehabt, vielleicht wäre es noch besser gewesen, das Spiel. Wir waren vielleicht 1000 Türken da, Alter. Nein, man war schon ein bisschen mehr. Zieh's bitte nächstes Mal noch länger, mein Bruder. Was macht der ein Grundiker? Ja, er ist so geil in Ohnmacht gefallen, so mit diesen Windows-Geräuschen, aber okay. Witzig sein. Also, okay. Aber diese Reaktion habe ich irgendwie nicht gefühlt. Okay. Ja, Bro. Aber jeder gleich. Walla, Bruder. Jeder da, gleich. Diese Zuschauer und diese Fans, die verdienen sowas nicht, Bruder. Wir verdienen sowas nicht. Wir verdienen was Besseres. Es ist so, Bro. Es ist einfach so, Bro. Das ist so traurig. Nächste. Oh nein. Nein. Bist du bereit? Nee, Digga. Ich bin oh nein, bereit. Die ehrenlosen Clips der Woche. Die ehrenlosen Clips der Woche! Du musst die letzte Folge angucken, das ging zu weit. Es ging zu weit. Ich möchte hier raus. Was erwartet mich jetzt, Digga? Wie jetzt Ehrenlosere? Warte mal ganz kurz. Weil du Walla, weil du gelacht hast, du kommst in die Hölle, Walla. Ich möchte mir das nochmal angucken. Digga! Digga, mach warte das nicht, Walla, mach das nicht. Nein, kurz. Mach das warte nicht, Digga. Digga. Boah, nein, Alter. Bock nicht. Oh nein. Vorbereitung für die Rache. Oh, da kommt doch so ein Jumpscare oder so, Alter. Hä? Ich hab's nicht verstanden, Bruder. Also das ist Aubergine auf dem Boden. Vorbereitung für die Rache. Was für eine Rache? Das kommt vielleicht noch. Nein. Das ist Aubergine. Ja, und? Und jetzt? Allah, Allah. Keine Ahnung, Bruder. Hilf mir halt in den Kommentaren. Ich möchte keine Jami-Memes, Jungs. Digga. Walla, Billa, das geht zu weit, Digga. Walla, Billa, das geht zu weit. Ey, Walla, ich hab in meinem Leben schon viele Memes aus Jeremy gesehen. Das geht zu weit, Digga. Aber ja, Walla, er hat den Vogel abgeschossen. Alter, warum? Digga, warum? Digga, guck dir das. Bruder, warte mal. Guck das mal nochmal bitte an, ne? Jahannam. Digga, Walla, Billa, Digga. Oh, ich äußere mich dazu nicht, Distanzierung. Nasıl bir yer? I saw you ladies, I have to say hi. I have to. Happy Ramadan, happy Ramadan. Can you say happy Ramadan? Happy Ramadan.
Happy Party, Intu! Ja, Happy Party! Achla, Alam, bye! Die Welt ist ein sehr, sehr schöner Ort. Komm her, Till! Oh nein! Er ist tot, safe! Nein, nein, mein Erst ist tot. Digga! Oder er rückt schon drauf, ist. Niemand, Leute, du hast Trabzon. An der Stelle, Leute, wir fliegen übermorgen nach Trabzon und nehmen ein Food-Video auf für nächsten Sonntag. Ja, Mann, wenn ihr Food-Spots habt, dann könnt ihr das gerne schreiben. Safe, 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 schreibt alles Osan. Beinahe die Leitplanke. Man soll sich nicht trennen, nachdem man Streit hatte. Kalte Wände, ein Bett, in das ich nicht reinpasse. Davon distanziere ich mich auch komplett. Meine Damen und Herren, es war jetzt nicht die Lachkrieg-Folge, aber sie war unterhaltsam. Also, da waren einige gute Sachen dabei. Wenn du letzte Woche geguckt hättest, das war sehr, das Dings, aber das ist eine, war eine unterhaltsame Folge. Wenn ihr wollt, dass du auf weitere ehrenlose Memes reagieren sollen, dann gebt mir wieder einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns heute um 22 Uhr live im Stream wieder. Pass Peace auf. Peace out, Digga. Peace out. Ey, Terra. Noch eine wichtige Sache erwähnen, andere Leute haben Kinder in unserem Alter. Okay, tschüss!